Hallo und herzlich willkommen. Heute also steigen diese beiden Mannschaften ein in die Gruppenphase im Champions Cup. Und sie werden natürlich versuchen, gleich ein Zeichen zu setzen und gut in die Gruppe zu starten. Und da haben wir sie, die Startaufstellung von Werder Bremen. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Und mit diesem Personal geht Anderlecht heute ins Spiel. Er ist frei, da kann was draus werden. Gute Chance. Traoré. Tolle Aktion vom Torwart. Es gibt Ecke. Der Ball wurde weggefaustet. Volles Risiko. Jetzt macht er ein Eigentor und jetzt müssen ihn die Mitspieler erstmal aufrichten. Das Eigentor müssen sie abhaken. Das darf jetzt keine Rolle mehr spielen. Zweikampf muss er jetzt annehmen. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Oh, und wieder Tor. Das ist große Klasse, wie er das Tor hier macht. Und dafür ist er ja bekannt, ein absoluter Edeltechniker. Das 2-0, Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Andi Nachar. Tolle Flanke. Das wird einen Eckball geben. Er köpft ihn. Richtig gute Ecke, aber der Abschluss, der war nix. Nee, da wird er sich ärgern. Die Chance hätte er natürlich ganz anders nutzen müssen. Der Ball segelt platziert in den Strafraum, aber dann fehlt es an der Präzision im Abschluss. Da hat er wohl zu genau gezielt. Klasse Aktion, Torwart hält den Ball fest. Per Kopf zum Mitspieler. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Franck Aschampong. Sehr gut reingespielt. Flanke kommt, wird das eine Chance? Gut abgeblockt, so wird nichts aus der Flanke. Da war kein Gegenspieler mehr dran, also gibt es Abstoß. Dem Rasen macht der Regen heute nichts aus. Da gibt es ja mittlerweile Mittel und Wege. Aber ich bin gespannt, wie sich das Wetter auf das Spielniveau auswirkt. Ja, auf jeden Fall schwierige Bedingungen, gilt aber für alle Akteure. Also beide Mannschaften müssen damit klarkommen. Gute Aktion, den Ball nimmt er locker auf. Stark gemacht, das könnte was werden. Da kommt der Schuss. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Da kommt der Pfiff, Freistoß. Schiri zeigt ihm gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Jetzt ist die Gefahr vorbei. Der Torhüter hat den Ball. Der Ball kommt. Da ist er da und hat die Flanke. Mbuji. Sie versuchen das Spiel jetzt breit zu machen. Der Ball ist über der Linie. Einwurf. Pratz. Das war einfach.
Und er hat den Ball. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. So natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Ezequiel! Sonst trifft er fast alles, aber hier kein Tor. Wolf, auch er ist eben nur ein Mensch und die machen manchmal Fehler. Bei ihm bin ich mir aber ziemlich sicher, das nächste Ding macht er. Ezequiel. Gute Flanke. Keiner war mehr dran. Abstoß. Hier sehen wir den Treffer nochmal. Klasse Aktion hier im Strafraum, dieser Abschluss. Basoe. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Müsste Ecke geben und die gibt's auch. Eriksen jetzt am Ball. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Christian Eriksen! Da macht er ihn rein! Über weite Strecken waren sie das bessere Team und jetzt spiegelt sich das auch im Ergebnis wieder. Ja, das Tor ist absolut verdient. Sie haben das Spiel hier wirklich im Griff. Also zum einen ist es hier natürlich die unglaubliche Schnelligkeit, aber auch die Technik, großartige Ballführung, eine unglaubliche Aktion. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Macht er ihn! Den hält er! Gleich kommt der Eckstoß rein. Klasse Versuch hier nach dem Eckball. Der war fast drin. Da hat nicht viel gefehlt. Gute Aktion. Westergaard. Schuss! Das war eine richtig gute Gelegenheit. Am Ende fehlt nicht viel zum Tor. Ganz alleine vor der Kiste, aber er macht das Ding nicht. Unglaublich. Rodriguez jetzt am Ball. Basoe. Gute Ball, schießt er ihn rein. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Aber er muss aufpassen bei dieser Ecke. Situation geklärt. Andi Nachar. Ob diese Partie. Gute Chance. Traoré. Tolle Aktion vom Torwart. Die zweite Hälfte in diesem ersten Gruppenspiel der Champions Cup Saison und wir sind... Und nun ein Schuss, ein fantastischer Treffer! Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Das ist eine beruhigende Führung für sie.
Da pfeift der Freistoß. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Das könnte die Gelegenheit geben. Macht er ihn! Macht er ihn! Ja, er macht ihn! Der letzte Pass war da entscheidend. Sie nutzen ihre Überzahl und dann ist auch der Torhüter machtlos. Ja, 2 gegen 1, da kannst du als Torwart nur darauf hoffen, dass vielleicht das Abspiel schlampig kommt. Mbuji. Die Gäste werden wechseln. Pratz. Andi Nachar. Schöner Volley-Schuss. Super gemacht vom Torwart. Gute Szene, aber der geht vom Außenposten ins Tor aus. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Ein großer Schritt für ihn, er wird zukünftig für Real Madrid auflaufen. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. Sie haben den Ball. Thielemans. Jetzt ist er und jetzt ein Schuss. Da ist er plötzlich völlig blank, aber was ist denn das für ein Abschluss? Ja, den setzt er auf jeden Fall mal ein gutes Stück neben das Tor. Das kann er besser. Shaw. Thielemans. Da kommt der Schuss. Tolle Aktion vom Torwart. Schöne Flanke. Zieht er ab? Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Da wird er unter Druck gesetzt. Basoe. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Und er schießt. Den Ball hält er gut. Fantastisch gelöst vom Abwehrspieler. Legt sich den Ball hin. Gleich kommt die Ecke rein. Der Ball ist weg und jetzt können sie einen Konter fahren. Er muss sich zurückhalten. Er hat schon gelb gesehen. Da gibt es den Platzverweis. Eine dumme Aktion, Wolf, das kann man nicht anders sagen. An der Stelle so reinzugehen, da ist er selbst schuld. Silla. Ezekiel. Das ist jetzt seine Chance. Oh, er gibt abseits, da war der Spieler durch. Basoe. Jetzt ist er durch. Geht er rein. Das ist die Chance jetzt. Phänomenal. Ohne Worte. Ja, diesen Treffer, den gucken wir uns natürlich nochmal an. Klasse Aktion. Er ist da hellwach, holt sich den Ball und macht ihn.